Ich habe im Videocall den Arzt für die Medizin, Günter Karl Hartner. Lieber Herr Hartner, wir haben heute das Thema auf der Agenda. Sie haben auch in Ihrem Kanal bei YouTube Karmananda ganzheitlich eine Playlist zu dem Thema gestartet. Sie haben das Wort. Ja, guten Morgen, Herr Lehner. Noch ein paar Worte zu dem Thema Umweltgifte. Vielleicht, um es mal ganz plakativ darzustellen. Ich habe neulich einen Vortrag gehört von einem Umweltmediziner, der seit 45 Jahren in dem Bereich arbeitet. Und er hat erzählt in diesem Vortrag, dass es 1995 ungefähr, ich glaube, da gibt es solche Listen, 190.000 Giftstoffe also in Veröffentlichungen dargestellt gab, 190.000, mit denen wir Menschen in Verbindung kommen. 2014 waren es dann schon 390.000 Giftstoffe. Bekannt sind uns circa 4 Millionen giftige Substanzen, die Industrie produziert, die es also vor 200, 300 Jahren noch nicht gab, so ungefähr kann man sich das mal vorstellen. Dann hat dieser Umweltmediziner noch gesagt, dass wenn wir einen Salat kaufen, einen herkömmlichen Salat, es wären wohl ungefähr 12 verschiedene Giftstoffe auf diesem Salat drauf, also wohl Pestizide und ähnliches. Und es ist auch so, es ist schon lange bekannt, dass drei verschiedene Giftstoffe kann man noch, kann man noch im Labor untersuchen. Die reagieren ja miteinander. Bei fünf verschiedenen Giftstoffen wird es schon komplizierter. Bei 12 verschiedenen Giftstoffen kann das kein Computer der Welt mehr ausrechnen, was die untereinander im Körper machen. Und es ist bekannt, dass wir mit deutlich, deutlich, deutlich mehr Giftstoffen belastet sind. Also mit 60.000 habe ich auch neulich mal gehört von einem Experten, die dann in unserem Körper sich einlagern. Und es sind dann nicht nur Schwermetalle, das sind auch viele, viele weitere giftige Substanzen. Und das Problem an der Sache ist, dass das menschliche Immunsystem und auch die Entgiftungssysteme im menschlichen Körper auf diese Giftstoffe gar nicht richtig eingehen können, da das geschichtlich gesehen, möchte ich sagen, also wie sagt man, epidemiologisch in der Geschichte der Menschheit gar nicht, das System gar nicht darauf reagieren konnte. Diese giftigen Substanzen, die haben keine Oberfläche, wie es Bakterien oder Viren, das ist für das Immunsystem gar nicht greifbar. Und die docken dann auch an Enzyme und an Proteinstrukturen im Körper an und machen die dann unschädlich, will ich mal sagen. Und das passiert schon auf dem Feld, wo der Weizen und das Gemüse und das Obst wächst und das Getreide. Wenn diese Pestizide und Glyphosate da versprüht werden, docken auch, die binden auch zum Beispiel Selen oder Zink, also die Nährstoffe, die in der Nahrung drin sind. Das fängt schon am Feld im Anbau an, dann geht es auf die Tiere weiter in der Tierhaltung, die ja gefüttert werden mit diesen Obst, Gemüse, Getreidesorten und dann geht es auf den Menschen weiter oder der Mensch isst dann selbst eben Obst, Gemüse, Salate, die mit diesen Giftstoffen eben belastet sind. Das ist einfach so. Das ist jetzt, ich möchte es nicht schlecht reden, aber es ist eine Tatsache. Und das beeinflusst natürlich unseren Organismus negativ. Und was sind so zusammengefasst? Ich meine, ich gehe mal schön auf Ihren Kanal, damit man die Videos sieht oder auch die Toxine. Ich gehe mal drauf. Also auf die Karmananda. Playlist gehen und dann, genau. Genau. Und hier haben wir sie.
Umweltgifte und Toxine, Mitochondrien, Krebs und Toxine, Mitochondrien, Krebs, also zwei Teile haben sie da im Moment eingestellt, aber hier gibt es Umweltgifte und Toxine. Wenn ich einfach der Kürze der Zeit geschuldet, also alle Zuschauer und Zuschauer sind ja herzlich eingeladen, sich die Videos aufzurufen und anzugucken, aber wenn man es so auf den Punkt bringt, ich gehe mal davon aus, dass es auch viel mit Ernährung zu tun hat. Und kann man zusätzlich was tun? Also Also, ich habe was das in, empfehlen Sie hier in Ihren genau. Buch? Ich habe das in diesen Videos mal dargestellt. Insbesondere, ich finde es hochspannend, ein hochspannender Vortrag: Mitochondrien, Krebs und Toxine, Teil 1 und Teil 2. Das ist ein Fachvortrag. Da habe ich ärztliche Fachvorträge zusammengefasst und die nochmals in meinen Worten wiedergegeben. Das ist also hochspannend. Und natürlich geht es dann darum, dass Krankheiten natürlich entstehen, die Inzidenz steigt von bestimmten Erkrankungen, also nicht nur von Krebs, auch von anderen Erkrankungen, neurodegenerative Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und was wir dagegen tun können, natürlich. Es hat selbstverständlich auch viel mit der Ernährung zu tun, aber auch, was wir spezieller machen können gegen diese Giftstoffbelastungen. Und ich bringe es nochmals ein Beispiel. Ich finde diese Beispiele immer ganz toll. Das hat fasziniert mich dann immer, wenn ein Dozent so etwas erzählt. Wenn ein Mensch stirbt, dann können die Verwandten oder der kann vorher entscheiden, ob er beerdigt wird in einem Sarg oder ob er verbrannt wird in einer Urne beerdigt wird. Und in diesen Krematorien, wo die verstorbenen Menschen dann verbrannt werden, wenn es ihr letzter Wille war, die brauchen so spezielle Filtersysteme, damit die Umwelt nicht so sehr belastet wird, weil der Mensch selbst, das ist nicht bös gemeint, ja, wirklich mehr oder weniger als Sondermüll dann behandelt werden muss. Das habe ich vor vielen Jahren schon gehört von Dozenten. Und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Also der menschliche Körper, wenn er dann sich dem Ende zuneigt und dann verstirbt, im möglichst hoffentlich hohen Alter, ist wirklich so zum Teil so belastet mit hochgiftigen, toxischen Belastungen, Giften, dass die Krematorien wirklich ganz spezielle Filtersysteme brauchen. Das fand ich schon sehr bedenklich. Bezeichnend. Ja. Ja, dann wünschen wir den Zuschauerinnen und Zuschauern oder auch Zuhörerinnen und Zuhörern viel Freude mit oder auch viel Erkenntnis. Beides beim Sehen dieser Videos. Ich darf mich bedanken. Die geschäftlichen Kontaktdaten werde ich unterhalb des Videos von Ihnen wieder veröffentlichen, sodass man auch mal kurz mit einer Frage auf Sie zukommen. Sicherlich gibt es da viele Fragen. Das ist ein hochkomplexer Bereich auch und spannender Bereich. Sie haben es ja auch ausgeführt. Für heute sage ich einfach ganz herzlichen Dank und freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank, Alena, für Ihre Mühe und Zeit und auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ganz viel Gesundheit und Bewusstsein für Ihre Gesundheit, bitte. Danke.